Hallo und herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo Panel Master. Wir starten mit dem Projektnamen, dem Bauort und Angaben zu dir. Und wenn du willst, auch mit deinem Logo. Im Master findest du viele zusätzliche Erläuterungen und Hinweise unter I. Für eine einfache Anwendung bietet dir Panel Master eine Vielzahl von grafischen Darstellungen. Unser Beispiel hat folgende Abmessungen. In Position 1 untersuchen wir eine Wand im Randbereich. Hier die Auswahl des Materials, PU oder Mineralwolle, und der Typ M für eine verdeckte Befestigung. Weiter könnte die Stärke gewählt werden, die wir aber für unser Beispiel erstmal offen lassen. Die weiteren Deckschichtvarianten könnten definiert werden, aber wir belassen sie im Standard. Wir wählen einen mittleren Farbton, Farbgruppe 2. Das Panel wird jetzt in der Gebäudeansicht dargestellt. Die Panellänge wird automatisch an die Gebäudeabmessungen bzw. Produktionslängen angepasst. Die Verlegerichtung ändern wir auf vertikal. Wir könnten die Panellänge jetzt auch kürzen, zum Beispiel auf 8 Metern, bleiben aber hier bei 10 Metern. Panel Master generiert jetzt die maximale Spannweite. Spannend! Ein Einfeldsystem mit 10 Metern wäre möglich. Und wir lassen die Stärke errechnen. Das Ergebnis M170 beidseitig 0,6 wäre zwar möglich, wir brauchen aber kein so starkes Panel mit dem hohen U-Wert und es wäre auch keine Standardausführung. Auch sind die vorhandenen Riegelabstände unseres Beispiels anders vorgegeben. Also zurück zur Systemeingabe. Wir wählen die Abstände 3 Meter, 4 Meter, 3 Meter und können auch die Unterkonstruktion definieren. Oder alle auf gleich setzen. Roma Panel Master optimiert für das neue System die Panelstärke und bietet zur Standardausführung auch eine sinnvolle Alternative. Jetzt ein Blick in die Details. Wir sehen die Auslastungen der relevanten Nachweise, die Mindestauflagebreiten und den Befestigungsmittelnachweis. Für unser Beispiel ist der U-Wert noch nicht geeignet. Nochmal zurück. Und wir wählen eine Stärke mit passendem U-Wert. Und bestätigen unsere vorherigen Angaben. Das alte System wäre jetzt noch aktiv und könnte von uns übernommen werden. Wir versuchen jetzt aber nochmal zu optimieren. Das Panel funktioniert mit 2x5 Metern. Und wieder ein Blick in die Details. Hier sehen wir, das Panel funktioniert, alles grün. Aber die verdeckte Befestigung am Mittelaufleger erscheint rot, also funktioniert das so nicht. Nochmal zurück zur Systemeingabe. Wir nehmen wieder die alten Abstände. Rechnen. Und die verdeckte Befestigung ist wieder möglich. Und wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Folgend finden wir alle zugehörigen Unterlagen zum Download. Und zurück. Wir speichern die Position 1 in die Ablage. Und schauen in den Report. Der Report wird als PDF-Datei per E-Mail zugeschickt. Im Report erscheinen zuerst deine allgemeinen Angaben mit Logo, Baustellen bzw. Gebäudeangaben und dann die jeweilige Position mit System, Auflagereaktionen
und Befestigungsmittelnachweis. Zurück zu unserem Projekt. Und wir könnten jetzt die weiteren Positionen ausarbeiten. Dafür einfach auf Neue Position klicken. Dein Projekt wird auf deinem Konto gespeichert und du kannst immer wieder auf die Informationen zugreifen. Wir hoffen, dass dir das Erklärvideo geholfen hat und wir wünschen dir viel Spaß mit dem Panelmaster. Roma Panelmaster. Damit alles passt. Damit alles passt. Roma.